Hoi, was geht ab, Leute, Hunger? Anstrengende Nacht. Gestern Abend bisschen rumgefahren, paar Sachen mitgenommen. Zwei Hightechers war nicht schlecht, aber dann, da hätten wir Schluss machen sollen. Ich war mit einem Kollegen unterwegs und seiner Freundin. Also auch meiner Freundin, also sie ist nicht nur einfach seine Freundin. Nicht, dass ich jetzt Ärger bekomme, weil ich sie nur als seine Freundin bezeichne. Auf jeden Fall, paar Sachen mitgenommen, bisschen gescannt, aber wir hätten da Schluss machen sollen bei den Hightechers. Da kamen zwei hintereinander und dann wollten wir nach Hause fahren. Dann hatte er noch zwei Dratinis entdeckt, irgendwo mitten im englischen Garten. Das war echt Horror. Aber das war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung von mir. Kurze Ankündigung, kurze Information. Und zwar, es ist jetzt Freitag, fahren wir morgen, trotz Verschiebung, trotz Verlegung des Safari-Zone-Events, nach Prag. Was wir dort genau machen, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gehört, ein paar von euch fahren auch trotzdem hin. Hotel ist gebucht, man hat Urlaub genommen oder so. Fahrt ist gebucht, also für manche, die es nicht stornieren konnten. Fahren trotzdem hin, ist eine coole Stadt. Mal schauen, Pokémon-technisch geht da vielleicht auch was. Also, wer da hinfährt, kann sich ja gerne bei mir melden und weiß selbst nicht, was dort Pokémon-technisch geht. Dementsprechend, ich habe zum Beispiel gehört, ein paar wollen Module zünden. Keine Ahnung wo, keine Ahnung wie. Also, auf jeden Fall, falls ihr auch fahrt, meldet euch und dann schauen wir mal. So, da bin ich wieder. Haare fertig geschnitten. Ich muss später noch Sachen packen. Videos, wollte ich sagen, habe ich für Wochenende bereits vorbereitet. Also, das war gestern. Also, wundert euch nicht, dass ich jetzt die nächsten 4, 6 Videos oder so immer dieselben Sachen anhabe. Die habe ich da ein bisschen vorproduziert, damit am Wochenende trotzdem was kommt, auch wenn ich nicht da bin. Aber wie gesagt, mal schauen, was in Prag abgehen wird. Ansonsten, ursprünglich hatte ich geplant, irgendwie zwei Videos draus zu machen, also ein Video, wo ich über Prag rede und jetzt ein Video, wo ich über das nächste Thema rede, aber funktioniert glaube ich doch nicht so. Also jetzt eigentlich der Hauptteil des Videos, also die Prag-Info davor war nur Nebensache. Muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen kürzen. Und zwar geht es um, also es geht um echt viele Themen. Und zwar geht es um Frag Hong. Die ganzen Fragen über was soll ich pushen. Was soll ich maxen? Was soll ich entwickeln? Und halt das, was ich davor immer gefragt wurde, was ja dadurch, dass das Arena-System sich geändert hat, dann in Vergessenheit geraten ist und auch nicht mehr wirklich so viel Sinn gemacht hat. Vor allem damals, wo die Pokémon mit weniger WP weniger Motivation verloren haben. Wenigstens ist das jetzt weg. Das kann man oder werde ich jetzt auch nicht so wie davor beantworten können, weil das ist jetzt halt echt anders geworden. Man muss halt andere Sachen in Betracht ziehen, wie zum Beispiel, ob ihr es gegen Raid-Bosse oder sowas verwendet. Und eher angriffsbezogen ist es halt jetzt. Davor war die Frage halt echt eher verteidigungsmäßig bezogen, weil zum Arena reinstellen, wie viel WP und dies, das. Und das jetzt mit dem neuen Arena-System ist es halt vollkommen egal. Du kannst reinstellen, was du willst, aber zum Angreifen ist es halt jetzt echt wichtig, was pusht man, wie viel pusht man. Und deswegen, da könnt ihr weiterhin wieder Fragen stellen und dann schauen wir mal, was da alles für Fragen kommen, weil es kam bisher weiterhin irgendwelche Fragen, soll ich das pushen, soll ich das entwickeln. Aber ich habe die jetzt meistens ignoriert, weil im Grunde genommen ist es eigentlich egal, aber da das Interesse bei euch immer noch besteht, können wir das wieder aufnehmen, denke ich mal. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Aber das wird nicht alles sein. Also ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Segment hier zukünftig nennen werde. Aber das wird mehr sein. Also zusätzlich kommt noch allgemein auch ein paar Fragen. Also wir werden demnächst noch ein Q&A, FAQ machen, wie auch immer man das nennen will. Wo echt so die Hauptfragen, die oft gestellt werden, beantwortet werden. Und danach denke ich mal, also ich weiß nicht, ob ich das Livestream-mäßig machen werde oder ein Video, wo ihr Fragen stellen könnt und dann das nächste, wo ich das beantworten werde. Schauen wir mal. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr am besten findet. Auf jeden Fall werden dann ab und zu ein paar Fragen auch noch in diesem Format beantwortet. Kommt drauf an, was für Fragen gestellt werden und welche mich interessieren. Und das war's immer noch nicht. Zusätzlich, also das hatte früher mal ein Zuschauer vorgeschlagen. Leider habe ich vergessen, wer das war. Also Shoutout an dich, auch wenn ich nicht mehr weiß, wer du bist. Und Shoutouts übrigens auch noch ein Thema, das wir ansprechen werden. Und zwar hat er vorgeschlagen,
Fang-Highlights und Ausbrech-Highlights, also Flee-Highlights zu zeigen von Zuschauern, dass die mir das schicken sollen und ich das dann irgendwie in ein Video bearbeiten soll. Was eigentlich eine gute Idee ist, lass mal hier mein letztes Highlight sozusagen oder eines meiner letzten Highlights einblenden, das ich für dieses Segment eigentlich vorbereitet hatte, aber dadurch, dass die Raids halt gekommen sind, haben die meisten Fang-Highlights sehr viel an Bedeutung verloren. Also zum Beispiel, das Video habt ihr noch nicht gesehen, das habe ich für Sonntag vorbereitet. Da kam ein wildes Despotar, das war Level 28 oder so, 2800 WP. Aber es hat leider keinen mehr interessiert, wegen den Despotar Raids. Und das wäre halt ein Fang-Highlight gewesen, aber die haben halt eben sehr stark an Bedeutung verloren. Deswegen hatte ich das Segment dann doch nicht so eingeführt, wie ich es haben wollte. Aber jetzt kann man das irgendwie ein bisschen abändern und zum Beispiel, was auch viele bisher gemacht haben, Fang-Highlights von Raid zum Beispiel. Also ihr könnt mir natürlich immer noch wilde Fang-Highlights zeigen oder schicken. Die können wir immer noch bearbeiten, da gibt es immer noch genug Sachen. Blende ich hier auch mal ein paar Sachen ein. Moment, da habe ich hier auch ein paar Sachen vorbereitet. Können wir direkt erste Folge hier schon mal ein paar Sachen von den Fans zeigen. Zum Beispiel hier von Pokémon Rested, keine Ahnung, wie er sich genau nennt. Ein wildes Blitzer. Habe ich noch nie wild gesehen. Ihr wisst, ich will alles mal wild fangen. Also echt cool. Oder hier von Luke PokéGo, nehme ich mal an. Ein wildes Pixie. Habe ich auch noch nie gesehen. Würde ich auch gerne mal wild fangen. Also solche Sachen könnt ihr mir weiterhin schicken. Dann werde ich das hier irgendwie mit integrieren. Aber auch halt, wie gesagt, jetzt fangen halt jetzt durch die Raids vor allem. Haben mir sehr viele Leute was geschickt. Wie zum Beispiel hier von Moritz. 100% Lavados geflüchtet. Also ich habe sehr viele 100% Lavados geflüchtet Bilder bekommen. Zum Beispiel hier noch von einem Kollegen. 100% geflohen. 1870. Sehr leidend. Oder hier von Larry. Auch 1870 Lavados geflüchtet. Also sehr viele. Der zum Beispiel Noah. Hat 1870 Lavados 100% gefangen. Und sogar Arctos 100%. Also Respekt an ihn. Der Justin zum Beispiel hier. 100% Lavados gefangen. Und der Kevin. Sein Bruder. Hat 200% Lavados. Innerhalb von 20 Minuten oder so gefangen. Das ist echt super saftig. Also da kann man das Wort echt verwenden. Also solche Sachen könnt ihr jetzt, beziehungsweise konntet ihr davor auch schon, aber jetzt werde ich es halt in Videos integrieren. Keine Ahnung, einmal die Woche denke ich mal so, was von der Community zeigen. Und da könnt ihr Sachen schicken und dann, falls das echt leidend oder saftig ist, werde ich das integrieren. Und das war es immer noch nicht. Also weitere Sachen, die ich in diesem neuen Segment erwähnen werde, sind zum Beispiel Levelaufstiege, genau so heißt es, Levelaufstiege. Da werde ich auch öfters getaggt. Zum Beispiel hier von, keine Ahnung wie der heißt, Level 39 hat er erreicht. Grindet richtig hart. Oder hier, auch von Luke PokéGo, hat Level 38 geschafft. Das war glaube ich während dem Doppel-Alles-Event. Oder hier von wieder Pokémon Go, Rested, hat Level 35 erreicht. Glückwunsch an beide, oder alle drei. Also bei solchen Sachen werde ich auch oft markiert. Und das war es immer noch nicht. Also es gibt noch zwei Sachen. Und zwar etwas Neues, was in letzter Zeit sehr oft gefragt wurde. Und das könnt ihr dann auch weiterhin schicken und dann werde ich das beantworten und in die Videos mit einbauen. Und zwar, keine Ahnung, wie das jetzt entstanden ist, aber Leute schicken mir Screenshots von ihren Top 9 oder Top 12 Pokémon. Und dann sagen sie, hey, ich bin Level dies und das. Ist das gut für mein Level? Also das ist jetzt in letzter Zeit sehr oft passiert. Und wenn das öfter passiert, wenn euch das interessiert, könnt ihr mir das auch schicken und dann wird das auch in den Videos beantwortet und mit aufgenommen. So, und die letzte Sache, die auch in diesem Video, in diesem Segment jetzt mit einbegriffen sein wird, sind Shoutouts. Ich frage mich echt sehr viele Leute nach Shoutouts. In den Kommentaren funktioniert das sowieso nicht, also da sind echt viel zu viele, aber ab und zu, jetzt zum Beispiel bei Facebook habe ich zwei Nachrichten bekommen, die verdienen echt einen Shoutout. Blende ich jemanden ein, und zwar von Chris und seinem Sohn und zum Beispiel jetzt von Maurice. Sein Cousin hat anscheinend Krebs. Mein Beileid, da hat er mich gefragt, ob ich ihn erwähnen kann oder sowas, glaube ich. Ein Shoutout machen kann, in dem Video hier einblenden kann. Und natürlich kann ich das, also. Und letzter Shoutout und das Ende des Videos geht an. Oh mein Gott, ich habe das wieder geschlossen. Moment, so jetzt habe ich es. Geht an Dominik. Meine erste Spende, die ich erhalten habe. Er hat keine Nachricht hinterlassen. Oder? Zumindest glaube ich das. Vielleicht habe ich auch Nachrichten nicht aktiviert. Auf jeden Fall hat das einfach so getan. Ich habe das letztens kurz erwähnt. Ich denke mal, wenn ich anfange zu streamen oder so, wird das öfters vorkommen. Und auf jeden Fall, ich überlege mir da glaube ich noch was. Ich habe ihn jetzt so erwähnt, weil er der Erste ist.
und andere können weiterhin spenden. Auf jeden Fall muss ich mir da, glaube ich, noch was überlegen. Also die meisten haben ja irgendwas für die Donator. Dürfen wir irgendwas entscheiden oder so, keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht darf jeder, der irgendwas Bestimmtes donatet, entscheiden, was ich als nächstes Max pushe oder so, oder entwickle oder sowas. Schauen wir mal. Schreibt das so in den Kommentaren, falls ihr dazu Ideen habt. Aber wie gesagt, ich denke mal, da, wenn ich Streams anfange, dann wird das regelmäßiger kommen und dann schauen wir mal, was wir da machen. Aber ansonsten war es das. Echt ein langes Video, echt verschiedene Sachen in dieses Video gequetscht. Auf jeden Fall, ihr könnt immer schreiben, irgendwas fragen, irgendwas markieren, mir irgendwas schicken und dann, wenn es interessant ist, werde ich das jetzt, denke mal, einmal die Woche irgendwie hier in ein Video mit einpacken. Sozusagen ein Video von der Community jede Woche. Aber das war's. Meldet euch mit euren Sachen. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.